In gut einer Woche ist es dann soweit und wir haben endlich die Möglichkeit, Destiny zu spielen. Jetzt will ich aber nicht über das drüber gehen, was wir eben am Anfang zur Verfügung stehen haben, sondern was passiert, nachdem wir das Maximallevel erreicht haben. Wir haben nämlich Zugang zu den Raids und zwar, ja, einige findige Spieler sind nochmal ein bisschen auf DestinyDB gegangen, wo die ganzen Dateien aus der Beta quasi rausgezogen wurden und veröffentlicht wurden und haben sich mal die Gedanken gemacht, was gäbe es denn für Belohnungen für die Raids, also was sind diese Endgame-Belohnungen? Und die will ich euch jetzt mal in dem Video präsentieren, ähnlich wie bei diesen Trials of Osiris letztens. Und zwar geht es hierbei um legendäre Waffen und legendäre Panzerungssets. Angefangen erstmal mit den Waffen. Jede Waffenkategorie hat ein legendäres Pendant. Die Handfeuerwaffe nennt sich zum Beispiel Fatebringer und ich gebe euch immer die zwei besonderen Skills in dem Skilltree an, was die eben besser als den Rest der Waffen macht. Einerseits bringen Präzisionskills das Ziel zum Explodieren und andererseits wird die Nachladegeschwindigkeit dadurch drastisch erhöht. Die legendäre Scout Rifle nennt sich Vision of Confluence, komische Namen hier an der Stelle. Und zwar kann die vollautomatisch abgefeuert werden, was ziemlich heftig ist, wenn man bedenkt, dass Scout Rifle eigentlich so Einschusswaffen sind sozusagen. Also ähnlich wie eine Handfeuerwaffe quasi, nur in Gewehrform. Und die kann jetzt vollautomatisch abgefeuert werden. Außerdem erhöht verursachter Schaden dann die Stabilität. Also sie wird immer präziser, je länger sie quasi effektiv auf ein Ziel abgefeuert wird. So, jetzt wird es richtig heftig mit den Namen. Und zwar nennt sich die Pulse Rifle Predith's Timepiece. Wow. Körpertreffer erhöhen einerseits den Schaden bei Präzisionstreffern für eine kurze Zeit. Und jetzt wird es interessant. Da es eine Pulse Rifle ist, gibt die ja immer Feuerstöße ab, also immer drei Kugeln auf einmal. Und wenn eine Kugel aus dem Feuerstoß verfehlt, wird eine vierte dazu noch abgefeuert, die halt eben die Möglichkeit hat, nochmal das Ziel zu treffen. Ziemlich interessanter Skill, wenn ihr mich fragt. Die letzte Primärwaffe, also Auto Rifle, nennt sich Theon's Epilogue und die wird ebenfalls präziser, je länger sie abgefeuert wird und die untere Hälfte des Magazins verursacht Bonusschaden. Die Fusion Rifle nennt sich Praetorian Foil und die hat das gleiche Talent, also untere Hälfte des Magazins verursacht Bonusschaden und nach dem Nachladen der Waffe hat man zusätzlich nochmal für kurze Zeit ebenfalls einen Bonusschaden. Das Scharfschützengewehr nennt sich Previs Revenge und Präzisionskills bringen das Ziel hier ebenfalls zum Explodieren, wie bei der Handfeuerwaffe. Und Kills erhöhen die Nachladegeschwindigkeit für eine kurze Zeit, was bei einem Scharfschützengewehr echt von Vorteil sein kann. Die Shotgun nennt sich Found Verdict und zwar kann die vollautomatisch abgefeuert werden. Ähnlich wie bei der Scout Rifle schon ein ziemlich krasses Talent, wenn man bedenkt, dass die ganzen Waffen eigentlich immer nur einen Feuerstoß abgeben. Und hier verursacht der letzte Schuss im Magazin noch Bonusschaden. Ich lade eigentlich immer sehr häufig nach, deswegen weiß ich nicht, ob mir der Skill so gefällt. Aber dementsprechend kann man natürlich seinen Playstyle so ein bisschen danach anpassen, wenn man schon die Möglichkeit dazu hat. Das Maschinengewehr nennt sich Corrective Measure und wird akkurater, je länger es abgefeuert wird. Und jetzt auch interessant, man hat eine größere Wahrscheinlichkeit, Munition für die Waffe zu finden, weil viele Spieler können sich nicht so damit anfreunden, dass die schweren Waffen wirklich nur so wenig Munition haben und dass man sie nur so selten abfeuern kann. Der Skill behebt das Problem eben größtenteils. Die letzte legendäre Waffe, und zwar der Raketenwerfer, nennt sich Hessen Vengeance. Und zwar hat der drei Raketen auf einmal feuerbereit. Normalerweise haben Raketenwerfer ja immer nur eine im Lauf oder maximal zwei. Der hier hat eben drei, bevor nachgeladen werden muss. Und nach der Explosion spalten sich die verschiedenen Raketen in mehrere kleine explosive Fragmente, die dann nochmal in die Luft gehen. Also wie so ein Bombenteppich nochmal, nachdem die Rakete schon hochgegangen ist. Zudem hat jede Waffe nochmal den extra Skill, dass sie mehr Schaden gegen Vex Orakel im Vault of Glass machen. Ähnlich sieht es auch bei der Panzerung aus. Hier haben wir aber die Unterteilung zwischen zwei verschiedenen Sets. Und zwar gibt es einmal ein komplettes Set für jede Klasse, auf der normalen Schwierigkeit und einmal auf der harten oder schweren Schwierigkeit, eben die wahrscheinlich wirklich nervenzermürbend sein soll. Die normalen Belohnungen sind einerseits mal für den Hunter das Mantic Zealot Armor Set, für den Titan Kabars Armor Set und für den Warlock Armor Set of the Hessen Lords.
Und zwar sind die ganzen Panzerungen in so einem bläulichen Farbton gehalten, sprich die Farbe für den normalen Raid wäre dann blau. Auf schwer gibt es dann die ähnlichen Rüstungen nochmal in so einem goldenen Ton. Die Namen verändern sich dann ein bisschen und sehen optisch teilweise anders aus. Wir haben natürlich noch keine richtigen Bilder davon, wobei wir das schwere Armor-Set für den Titan schon mal auf einem Foto gesehen haben. Das ist dann diese Vex-Panzerung und ebenfalls für den Warlock auch nochmal dieses Armor-Set of Hazen Lords. Das ist auch in so einem Vex-Stil gehalten. Von dem Hunter haben wir es noch gar nicht gesehen. Da der Vault of Glass ja auf der Venus ist, vermute ich mal, dass wir eben sehr, sehr viele Vex da drin treffen werden. Und dementsprechend geben die Rüstungen dann auch noch Boni gegen Vex. Und zwar einmal, also nicht jede Rüstung hat jetzt beide Attribute, aber jeweils eins. Einmal hat man die Chance, Orbs of Light durch einen tödlichen Nahkampfangriff zu spawnen. Und einmal eben durch einen kritischen Treffer. Also da wird diese Teamplay-Komponente dann nochmal erhöht, indem man eben den Mitspielern die Möglichkeit gibt, die Supers öfter zu benutzen, weil diese Orbs of Light füllen ja dieses Super-Meter schneller auf. Zum Abschluss habe ich nochmal eine Theorie, und zwar ist der Vault of Glass ja wie gesagt auf der Venus angesetzt und dementsprechend sehen die Panzerungssets und ich vermute mal die Waffen ebenfalls so ein bisschen nach Vex-Technologie aus, also sind thematisch nah an den Vex angelehnt. Und ich denke mal, die nächsten paar Raids, die wir bekommen, spezialisieren sich dann eher auf die anderen Fraktionen, gegen die wir kämpfen. Und ich würde mal meinen, dass die Belohnungen, die wir davon mitnehmen, dann auch eher im Stil der anderen Gegner gehalten sind. Also ob wir jetzt mal zum Beispiel Panzerungen haben, die an die Fallen oder Cabal erinnern oder vielleicht sogar irgendwie mal an die Hive. Aber schreibt mir mal eure Meinung in die Comments. Findet ihr, das sind gute Belohnungen, ob die Sinn machen? Und was haltet ihr von den beiden, die wir jetzt schon gesehen haben, sprich die vom Warlock und die vom Titan? Gefällt euch der Stil davon? Sind die Vex angelehnt? Und was würdet ihr euch als den nächsten Raid wünschen? Wo sollte der eurer Meinung nach am liebsten spielen? Das war's dann also, macht's gut Leute und haut rein!